Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute mal wieder zurück in Forza Horizon 4. Und das Hot Wheels Update wurde angekündigt. Deshalb dachte ich mir heute mal, ich mache einfach mal ganz gediegen weiter mit einem Hot Wheels Auto und zeige euch, wie ihr das heute freispielen könnt. Denn es geht heute um keinen geringeren als der Hot Wheels Ford Mustang. Ist ein nices Ding. Wir müssen ein bisschen mehr machen als sonst, weil sonst war es ja immer nur mit dem Offline-Klitsch, dass wir jetzt hier einmal das Datum ändern, zack, eine Offline-Meisterschaft machen und die Sache hat sich erledigt. Diesmal machen wir das Ganze mit einem 50% Auto. Das heißt, es ist ein bisschen mehr Aufwand, aber genauso easy. Sollte also bei jedem funktionieren, egal ob Konsole oder PC. Ich würde sagen, wir legen los. Wie immer müssen wir als allererstes den Time Travel Glitch aktivieren. Das heißt, wir gehen als allererstes mal auf unsere Konsole oder beim PC einfach offline stellen. Das heißt, euer komplettes System einfach offline, Internetkabel raus, scheißegal. Hauptsache, ihr habt keine Verbindung mehr und dann startet ihr eure Konsole neu. Den PC müsst ihr nicht neu starten, denn dann könnt ihr endlich das Datum ändern. Wenn ihr das Datum ändern könnt, dann gebt ihr dieses Datum ein, hier den 17. Januar 2020. Denn dort seht ihr jetzt schon hier die Serie, wir bekommen im Sommer bei 50% saisonalem Fortschritt den Hot Wheels Ford Mustang. Bei mir war es am Anfang so, dass sich das Ganze nicht irgendwie hinzugerechnet hat, als ich die einzelnen Offline-Meisterschaften gemacht habe. Falls es bei euch der Fall ist, dann startet einfach euer Game neu und versucht dann nochmal in die Season reinzukommen. Jetzt müsst ihr erstmal anfangen, die ganzen Offline-Meisterschaften ganz gepflegt zu machen. Also die ganzen Saison-PR-Veranstaltungen, dann die ganzen Rundrennen, Sprintrennen und so weiter und so fort. Einfach die einzelnen Cups freischalten, so viel wie ihr eben offline machen könnt. Das ist ganz wichtig, damit wir eben erstmal Prozente bekommen. Ihr seht, wir haben das erste abgeschlossen, Muskelspiel bekommen, dafür sogar noch ein Auto. Wenn wir eben dreimal auf dem ersten Platz sind, beziehungsweise am Ende des Cups auf dem ersten Platz sind, bekommen wir am Ende den Chevelle 67. Spricht man denn so aus? Ich habe keine Ahnung. Dann geht es eigentlich schon weiter mit der nächsten Offline-Meisterschaft. Die müsst ihr natürlich auch machen. Ich glaube, insgesamt sind es 3 Stück, bevor ihr dann endlich loslegen könnt mit dem Online-Teil, den wir nachher noch brauchen, damit wir eben auf die 50% kommen. Das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Offline-Meisterschaft Van aus Stahl. Wenn wir die wieder gewinnen, schalten wir ein weiteres Auto frei, nämlich den VW Beetle GRC. Auch ein schickes Auto, aber es geht natürlich hier hauptsächlich um den Hot Wheels. Bin auf jeden Fall mal gespannt auf das Update, das kommt. Und zu guter Letzt seht ihr hier noch die letzte Offline-Meisterschaft. Das müsste jetzt meiner Meinung nach die letzte sein, hoffe ich zumindest. Und dann haben wir es auch nämlich schon geschafft mit der ganzen Offline-Meisterschaft und können jetzt weitergehen zum schwierigeren, spannenden Teil. Sagen wir es einfach mal so. So, jetzt kommen wir dann zum spannenden Teil, der wird ein bisschen tricky. Ihr seht, wir haben jetzt 36%, ihr müsst dieses Schaurennen hier übrigens auch noch machen und dann habt ihr alle Offline-Meisterschaften, dann müsst ihr nämlich noch ein bisschen mehr Prozent haben und dann, wenn ihr dieses Schaurennen auch gemacht habt, geht ihr auf eure Netzwerkeinstellung, geht einmal auf Online. Jetzt geht ihr wieder ins Spiel zurück und ihr seht, wir werden in die aktuelle Season geladen, aber wir können den Hot Wheels Mustang noch im Sommer irgendwie freispielen. Und wie machen wir das jetzt? Wir machen eben einfach jetzt die Online-Sachen von der jetzigen Season. Ihr seht, wir fahren gerade hier mit der Corvette rum, das ist also relativ aktuell, beziehungsweise ist gerade die aktuelle Season. Ihr müsst einfach dann jetzt die Online-Sachen machen und die werden dann letztendlich automatisch angerechnet und ihr bekommt dann quasi aus eurer alten Serie ein Fahrzeug, weil ihr hier das jetzt freigeschaltet habt. Falls es bei euch nicht gleich kommt, dann müsst ihr einfach euer Spiel neu starten, denn dann sollte das aufploppen. Auf einmal aus hellen Wolken kommt ihr auf einmal Hot Wheels, Ford Mustang wurde freigeschaltet. Ihr habt 50% saisonellen Fortschritt abgeschlossen und zack, da habt ihr es geschafft. Hier seht ihr nochmal die ganzen Offline-Meisterschaften und hier seht ihr auch wirklich, dass wir den Hot Wheels bekommen haben. Falls bei einem irgendwas nicht klappen sollte, weil manchmal ist es wirklich ein bisschen buggy, dann einfach immer das Spiel neu starten oder versuchen nochmal in den Online-Modus zu kommen oder wieder in das Datum, das ihr ausgewählt habt. Also müsst auf jeden Fall ein bisschen rumprobieren, aber so, manchmal klappt es auch First Try ohne Probleme, so wie bei mir jetzt. Das heißt, ihr geht einfach in die Season rein, zack, die ist da, müsst vielleicht einmal euer Spiel neu starten und zack, habt ihr es freigeschaltet. Das soll es gewesen sein. Hot Wheels heute mal passend zum DLC, das nächste Woche kommt. Ich würde sagen, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst mir eine Bewertung da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Peace. Haut rein und ciao.